Ah, scheiße, Digga, wir sind gefickt, oder? Jetzt ist hier Checkpoint, nein, oder? Ja, genau. Nein! Hallo? Perfekt, hallo? Wir sind vom Autohaus mäßig, wir machen bloß, hier Probefahrt. Ja, trotzdem müssen Sie den Checkpoint passieren. Einfach mal langsam reinrollen, ja? Ja, okay. Perfekt. Die werden dann zu einem Beamten geschickt. Ja, okay. Da ist eine Fackel, sehen Sie die Fackel? Rechts, rechts, dahin fahren. Ja, okay, okay, okay. Ich hab Langwaffe. Langsam, er zieht erstmal durch, Alter. Fahren wir jetzt aber nicht an. Deren, dann einmal bitte den Motor ausschalten und der Fahrer raus. Können wir nicht, das ist probefahrtmäßig. Von Autohaus. So. Okay, okay. Wir haben jetzt so ein Problem mäßig, der Depot-Mitarbeiter kann das bezeugen. Wir hatten gerade einen Unfall und ich müsste eigentlich schnellstmöglich. Ja, alles gut. Es ist ein Checkpoint des FRBs sowie der US Army. Laut Paragraph 6 des StGB sind wir natürlich dazu berechtigt, sie zu durchsuchen, eine Leibesvisitation durchzuführen und das Fahrzeug zu durchsuchen. Konnte ich einmal vom Fahrer den Personalausweis und die. Und das Lizenzbüchchen haben. Ja, das ist hier. Ja, und dann nochmal Ihr Lizenzbuch, bitte. Ja, ist besser, dass Sie einen PKW-Schein haben, sonst wäre das ein bisschen blöd. Dann drehen Sie einmal um, dann werde ich Sie einmal durchsuchen. Okay. Gehen kurz Handschellen an, dass Sie kurz abtasten. Ich hoffe, Sie haben nichts Spitzes oder Scharfes bei sich. Doch. Sagen Sie jetzt nicht, Sie haben eine Waffe dabei. Doch. Sie haben mich komplett aus. Ich bin so ein kompletter Maß, Leon. Und okay. Dann kommt sowas noch. Ich raste aus. Okay. Ich bräuchte. Leon, ich bring dich um. Rot-blauen Fahrzeug. Ich ficke dich. Sie wissen schon, also Sie haben dann auf jeden Fall das Recht zu schweigen. Alles, was ich sagen kann und wer gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf eine Rechtsvertretung und 30 Haftseinheiten, die Sie sicherlich überschreiten werden. Ich werde jetzt mal Ihren Passagier durchsuchen. Der hat eine Ballpapp dabei. Die Akte dann einmal bitte so fertig machen. Alles klar, ich tasse sie auch immer nach ab, da. Ja. Ja. Oh fuck, nein. Herzer. Acer bitte. Aber ja. Acer. Ja. Hol dich kurz jemanden ran, ja, der ihn die Waffe abnimmt. Und dann geht's in Hubs. Alter. Gut, wenn so weit ist, oh fuck, nein! Nein, 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 nein! Scheiße! Oder ich werde den Waffe einmal entnehmen. Ja. Wie viel bekommt er jetzt? Wir haben das Recht zu schweigen, Recht auf einen staatlich anerkannten Anwalt, Recht auf Selbstvertretung und Recht auf beides ab 30 Haftzeit und natürlich das Recht auf Akteneinsicht. Das, was ich natürlich sage, ich werde in die Akte mal drücken. Ja. Sie bekommen einen Waffendelikt mit Besitz einer illegalen Langwaffe und oder Munition. Das sind einmal dann 15 Haftzeiten und 12.500 Kosten für den Aufenthalt. Alles klar? Ja, alles klar. So verstanden. Perfekt. Also kann ich ihn jetzt, sage ich mal, nach 20 Minuten oder so wieder abholen? Können Sie machen. Alles klar, dann sehen wir uns gleich mal noch. Kommen Sie mal mit. Ja. Können Sie sich ja mal reinsetzen? Ja. Hintern? Ja, ja. Die 15 Minuten, 15 Hafteinheiten, gell? 15, ja, okay. Ja, weil wenn ich dran vorbeigefahren wäre, da wäre hier diese Streifenpolizei, die gleich. Vorgelesen? Ja, ja. Wo dann? Strafe? Kein Problem. 15 Minuten absetzen, 15 Hafteinheiten? Kein Problem. Dass die Pulp weg ist, ich würde sagen, out of character nicht mal so schlimm. Geldstrafe, danke. Geldstrafe. Nee, ja. Also out of character, kein Problem, weil die habe ich die ganze Zeit bei mir und wenn es irgendwie mal problematisch ist oder so, dann ist sie halt weg. Kein Problem. In Character kann ich das ganz anders ausspielen. Achtung! Keine Angst, ich wollte ja nur ein bisschen Angst einjagen. Ah!
Was schreien sie denn so rum, ey? Ja, wenn man so gefesselt ist, kann man sich da nicht so abstützen, wenn man einen Unfall baut. Keine Sie haben das, was er nicht vielleicht probiert mit sich nur so. Ich sitze vorne, sitze hinten. Ja, trotzdem kann ich mich kopfmäßig bei euch aufschlagen. So, ich helfe ihn dann mal raus. Ich helfe ihn auch mal hier, zack, zack. Und ihr, tschuff. Kriegen jetzt ja, nach ja. vorne, dann folgen sie mir. Also jetzt. Acer. Acer. Mir folgen, wo wollen sie denn hin? Achso, ja. Wenn ich ihnen sage, sollen soll wir folgen, ich mit den Handfesseln über das Ding klettern, oder? Ja, ich bin ja nicht über... Oh, ja, in-game auf jeden Fall. Aber out of character finde ich es geil, weil wenigstens bei mir ein bisschen der P. Einfach. Ey, jetzt passt aber jetzt nicht alles in den Spinnen. Ja, ja. Was machen wir jetzt? Nach hinten in die Reihe. Nach hinten in die Reihe? Dann lege ich ihn. Elsa. Ja. Aber bitte nach hinten. Ja, wo ist denn hin? Ja, sorry. Ja. Hinten. Was hat denn der Herr dabei gehabt? Die legale Langwaffe. Und eine Pistole? Und eine Pistole? Nein. Hat er eine Pistole dabei gehabt? Ich hab ihn nicht abgepasst. Die Akte war schon fertig. Hab ihn nur mitgenommen. Ich hatte keine Pistole. Ich hatte eine Langwaffe, ja, aber keine Pistole. Warum wurde mir die Waffe abgenommen? Bei Ihnen? Ja, die Pistole. Ich habe Waffen. Weil Sie eine illegale Langwaffe dabei haben? Gut. Ja, ich habe ja normale Waffe mäßig. Ja. Gut, möchten Sie das jetzt wirklich lernen mit ihrer Pistole? Dadurch, dass Sie im Grunde auf den Langwaffenbesitz, wird Ihnen ja Waffen schon entzogen. Ich weiß nicht, ob das schon getan wurde, aber wenn Sie möchten, kann ich den dementsprechend Ihnen gerne entziehen. Und dementsprechend ist Ihr Recht auf eine Pistole dementsprechend verwehrt. Ach so, okay. Ja, dann bin ich aufgeklärt. Können wir gerne noch den Besitz illegaler bzw. Besitz ohne gültige Lizenz haben, draufpacken, wenn Sie das gerne möchten. Ne? Ansonsten geht es für Sie dementsprechend in Gittern. So, der einmal folgen. Sehr freundlich, ja, oder? Ja, natürlich. Muss man sagen. Ich lege die Hand schon mal ab. Komm. Legen Sie Ihre Sachen hier in den Spind rein. Was darf ich alles nicht dabei haben? Ah, dabei dürfen sie haben. Pack alles rein. Ich schmeiß so, eben Handy und Funk da in die Ecke, weil hier dann liegt noch eins das. Drinne. Ich stecke die Hand schon nach. Achso. Oder warten Sie ganz mal. Kurz, bevor Sie das... Ich weiß nicht, ob das Ingame halt einfach der Polizist ist, keine Ahnung. Mal durchsuchen. Kommen Sie mit. Aber... Nee. Ich kann dir das auch abnehmen, gar kein Problem. Beamtenbeleidigung, dann meine Samen... Wie viele da so drin sitzen? Wen wollen sie? Die Miete? Die goldene Miete? In die Mitte kommen sie sofort rein, ne? Okay, Moment. Ja, okay. Einmal in die Mitte, der Herr. Kann ich schon rein? Ne, oder? Hier ist eine volle Hütte, ey. Ja. Die wollen in die Mitte hier. Der Herr möchte in die Mitte rein. Ja, genau. Wo wenn möchten das, sie rein? Wenn das in die Mitte ist. Ist scheißegal. Wenigstens, glaube ich, gleich nur 2 Minuten. Dann kommen sie mit in die Mitte. Gut, dürfen sie einmal eintreten. Wenn ich direkt nochmal kontrolliert, weil ich da nochmal lang fahren muss. Schönen Abend halt. Moin Meister, es wird zwar voll hier drin, ey. Ich hab die da noch nicht stehen sehen, die Wichser. Was ist denn hier los, Mann? Ich bin das ganze Mal da. Ja, ne? Alter Schwede. Ich bin Wichser. Und genau auf der Strecke, wo man immer hin und her fährt, ne? Ja, 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 gibt's ja keine Ahnung. Also klar, du könntest durch die... durchs Feld da fahren oder ich so. Ich besetz mal die Toilette hier. Aber wer macht das? Aua! Eben, dauert viel zu lange. Hilfe? Ja, komm. Hilfe! Wir sind beim SPD, Sandy. Hilfe?